Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild und es geht weiter. Wir wurden kurz unterbrochen hier. Wir haben das Vorturnier von Score City erfolgreich überstanden. Es war hart, aber wir haben es überstanden. Wir sind durch. Wir sind im Champ-Turnier angekommen. Aber dass wir jetzt in der Folge komplett machen können, weiß ich noch nicht. Aber erstmal werden wir unterbrochen von diesem Interviewpärchen, was wir ja schon zweimal bekämpft haben. Ich muss dir unbedingt ein paar Fragen stellen. In Ordnung? Großartig. Wie jeder weiß, hat Deli und den Champ der geile Region dir und Tom eine Empfehlung in die Arena Challenge geschrieben. Wie fühlst du dich jetzt nach dem Sieg überhaupt, den man gut und gerne als seinen Rivalen bezeichnen kann? Ja, natürlich freue ich mich riesig darüber. Verstehe. Und du sagst, hast du etwas, was du überhaupt gerne sagen würdest? Ja, klar, ihr war ein starker Gegner auf jeden Fall. Das muss ich ihm anerkennen. Ah, verstehe. Du siehst ihn auch also als deinen Rivalen. Kannst du uns? Denkst du, du hast eine Chance, deinen Titel zu gewinnen? Klar, das fragen sie doch. Ich will das Ding jetzt gewinnen. Jetzt reicht's aber langsam. Was soll diese ganz unverschämten Fragen? Kämpfe ist total groggy. Außerdem sind wir jetzt mit meinem Bruder Delil verabredet. Also lass uns jetzt bitte in Ruhe. Aber natürlich, kein Problem. Wäre für schwer, dass die Pokémon-Liga bald ein neues Star bekommt. Viel Erfolg noch. Eieieiei. Puh, als Hobby hat man echt nicht leicht was. Wo wäre mein Bruder eigentlich? Ich habe einen Mordshunger. Einige Stunden später. Was steckt dir denn bloß? So spät ist er sonst nie. Habe ich noch nie hängen lassen. Und hätte sich immer dir das versprechen. Stimmt ist ja auch nur geworden, weil es mir ganz fest versprochen hätte. Pünktlich zu einer Verabredung zu kommen, sollte dagegen doch ein Killerspiel sein. Alter, musst du hier mal einen Lärm machen? Die ganze Energie hättest du mal in den Kampf stecken sollen. Da wäre sie nützlicher gewesen. Ha, erzähl mir was Neues. Ich mache mir wirklich Sorgen mit dir, denn klar? Außerdem muss ich mir von jemandem mit dir keine Moralpredigt anhören. Wie soll ich dich in dem Outfit jemals ernst nehmen? Boah, aber wenn du aufs Äußere achtest, wundert es mich nicht, was du verloren hast. Was den Champ angeht, der ist zum Rose Tower gegangen. Was? Rose Tower? Keine Ahnung warum, aber ich habe ihn zufällig an der Monorail-Haltestelle getroffen. Soll ich ausrichten, dass er sich etwas verspätet, weil er irgendwas im Rose Tower erledigen muss? Rose Tower ausgerichtet jetzt? Was will er da bloß? Sag mal, Dad, könntest du vielleicht den Weg zum Rose Tower zeigen? Kev und ich haben leider keinen Lastschiff, wie wir da hinkommen. Das ist genau wie dein Bruder. Reicht heute kein Finger, wollte gleich die ganze Zeit. Aber ich will immer nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass sich wegen euch nach der Start des Finalturniers verzögert. Außer seid ihr mir nicht total unsympathisch. Immerhin habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Am besten trauen zur Verstärkung auch gleich Team Yale zusammen. Ich hab mir den Rose Tower einen gemeinsamen geilen Besuch ab. Ah, du bist der größte Netz. Vielen Dank. So lange kommt, und zwar so richtig. Also eben beleidigt er den noch und jetzt war der, sagt er, er ist der Größte? Okay. Wie schnell sowas auf einmal sich ändern kann. Na gut. Dann scheint wohl jetzt irgendwelche Probleme zu geben hier. Was haben wir denn? Was willst du hier auch noch? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich bin immer noch fix und fertig von meinem Captain, Kev. Team Yell ist der ordentliche offizielle Feldtrupp von Kev, Mary. Und wir brauchen da deine Hilfe. Ich bin zutiefst berührt von eurer Familienbande, aber euch hat niemand um Hilfe gebeten. Olivia. Liga-Präsident Rose befindet sich gerade mitten in einer wichtigen Meeting mit dem Champ. Die zweite dürfen auf jeden Fall auf keinen Fall gestört werden. Unbefugt ist der Zutritt zum Rose Tower ohnehin verwehrt. Mit dem Motorwell zu erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. So wird gewährleistet, dass der Liga-Präsident sich nicht mit ungeladenen Gästen abfragen muss, solange er sich im Rose Tower aufhält. Der Schlüssel von mir, einem von mir gewählten Mitglied des Liga-Personals anvertrauen. Aber es ist sicherlich entgangen, dass der Liga-Präsident solche Spielchen mag. Woran ihr erkennt, welches Mitglied des Liga-Personals den Schlüssel hat, das müsst ihr schwer zu finden. Ich bin dabei, keine Ahnung. Versucht noch, mich zu finden. Ja, ein kleines bisschen Versteck müssen wir jetzt machen. Na toll. Und was jetzt? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Aber hey, das wird uns nicht auffallen. Team Yell hilft bei Sucher. Wir sind immerhin der offizielle Feldgruppe von Kev. Okay. Perfekt. Sucht die Gegend von dem Stadion ab. Okay, wie sieht's aus? Gehen wir erstmal zusammen im Badevorplatz. Jo. Das war's. Solange er mithelfen schafft, ist links den Rose Tower zu erreichen. So.
Okay, lass uns diesen bisschen angestellt der Pokémon-Liga möglichst schnell finden. Durch die weitere abgefahrene Sonnenbrille auf, wenn ich mich nicht täusche. Klar, es sind ein paar Typen, die jetzt gleich aussehen, wie der jetzt hier links sitzt. Aber der hat ja eine schwarze Sonnenbrille an, also müssen wir einfach einsuchen, der hier eine schwarze Sonnenbrille hat. Die ist es nicht. Du auch nicht. Hört ihr die Musik im Hintergrund? Das ist ja die Musik damals von Team Rocket. Was war das? Oh, dieses Item. Einen weiteren Top-Belieber. Ich könnte vermuten, dass der das hier ist. Hey Kev, der Typ ist super verdächtig, aber der Alpha nicht sein Gesicht zeigt. Schlag doch mal aus, um ihn aufzuschrecken, da dreht er sich bestimmt um. Hast du Schlüssel gefunden? Haha! Was? Mist, ich hab mich umgedreht. Jetzt bin ich da noch umgezingelt. Na schön, damit wir kämpfen. Will von Marco Cosmos. Und er fällt mir leider Maus hier. Ja, super. Ich dachte, du hast irgendwas Starkes gehabt, aber du kommst mit einem zu den Maus. Gut. Klare Stärke. Ist ja ein Startpunkt. Tschüss. So. Und ihr fällt mit Fairy Cooler ein. Da geht doch lieber los. Da gehe ich mal auf Libalo. Ja gut, der hat wahrscheinlich jede Stahl-Pokémon größtenteils da. Auf. Ja, danke. So, wir haben angefeuert und die Initiative steigt stark. Und das heißt drauf mit Nitrolado. Risikodecke, ja, natürlich nicht. So, der ist schon mal weg. Ich hab's. Ich verstecke mich einfach. Da kommt niemand an den Schlüssel. Scheiße, schon wieder. Oh, der hat ein Tempo drauf. Und der sich jetzt bloß versteckt hält. Ja, wahrscheinlich wieder genauso verdächtig wie vorher auch. Ich glaube, bei dem weiß ich doch, wo der. Beim zweiten weiß ich, glaube ich. Zweiter, dritten weiß ich, wo der ist. Da oben ist er schon. Du schon wieder. Wie hast du mich gefunden? Los, da ist auch gut, kriegt einfach jemand angekriegt. Egal, jetzt wird gekämpft. Ach, ich hätte das lieber vorne überziehen sollen. Na gut, das ist einfach mit der Sonnenbrille. Er muss einfach den Schub für Sonnenbrille. Weil also, man weiß es. Und diesmal hat er ein Schunkiefer. So, Schunkiefer ohne Probleme. In den Boden gestampft. Stahlobor. Stahlobor ist Stahl am Boden. Was damit? So. Was? Du schaffst das? Ja, yeah. Okay. Und da wird unsere Verteidigung gepusht. Wie heißt das? Das ist effektiv. Aber das ist sehr effektiv. Tschüss, Stahlbohr. Und diesmal ist er wieder besiegt worden. Und jetzt muss er sich doch mal verstecken, oder was? Oder rückt er den Schlüssel da, jetzt reibe ich raus. Tja, jetzt zwischen Leuten zu verstecken war wohl nicht gut genug, aber jetzt werde ich mir eine richtig Mühe geben, das wüsste ich nie. So, ich wechsle mal kurz mein Ponita da vorne, aber mein Galoppa. Lieber los. Okay, da. Guck doch mal schon wieder, da steht er doch schon wieder. Glückwunsch, du hast die Nadel im Heuhaufen gefunden. Pass auf, dass du dich nicht fliegst.
Und der möchte noch ein drittes Mal kämpfen. Mal gucken, was er jetzt hat für Stahl-Pokémon. Tastadua. Gut, das ist die richtige Wahl. Das heißt, wir haben ja, das wieder vorne gehen. Aber er hat sich weitergeführt. Tentakel, glaube ich, ist die Weiterentwicklung. Aber jetzt geht es erstmal die Nidhulladung auf die Socken. Also Stachel. So, Level Up für Elektro 56, Stachel 55. Und jetzt setzt der Stahl aus ein. Boah, ich habe glaube ich keine Energiequelle hier, dass ich mich wieder maxieren könnte. Nein, kann ich nicht. Nein, ich muss auf Lua, keine Ahnung, gehen. Versuch was mal so. Jawohl. Und schön Stahlos. Und jetzt ist er wieder weg. Check ist los, Kämpf ist los, da kann man immer wegrennen. Es ist vorbei, es gibt kein Ausweg mehr für mich. Ha, denkste. Ich habe keine Lust mehr, den Standpunkt von Olivia anzuhören. Aufgeben ist keine Option. Mal sehen, wie du stoppen willst, wenn ich ganz klar mal die Mode mal hüpfe. Oder was? Bin top her, Leute. Wir müssen nur den Warte verlagern, damit diese Dinge nicht hinwischen. Okay. Ah, da müssen wir also hoch, also kommen wir nicht durch, hier. Scheinbar zumindest nicht. Jetzt sitzt ja endgültig in der Falle. Gute Arbeit. Das muss gefallen werden, aber es mit einem Sorgen, damit ordentlich Stimmung aufkommt. Ein ganz super Sänger, aber so wie ich, sind sie so hübsch hier für, und mehr nicht. Meine Lieder wurden nicht geschrieben, um mal Schuld zu geben, ihr Lieben. Ein Lieder wird es nicht gelingen, euch Freude oder Glück zu bringen. Und das singe ich immer wieder, meine schönen simplen Lieder. Jetzt! Hey, ist das nicht jetzt? Gibt es hier etwa ein Straßenkonzert? Du wolltest wohl ein Erwartungskonzert? Hey, egal, guckst du dir an, alles, was näher angeht. Der Weg ist frei. Jetzt haben wir die Schlüssel. Jetzt können wir zum Motorrad oder zum Blues Tower fahren. Kämpfer, okay, los, mach schon. Das ist eure Chance. Mach was draus. Auf, auf. Suche den bösen Liga-Angestellten. Da wären wir, der aus Tower. Wie hoch dieser Kasten wohl sein mag. Spitze verschwindet sogar in den Wolken. Okay, was ist euer Plan? Timiel und jetzt haben wir die Typen der Pokémon-Liga doch sicher alle Hände voll zu tun. Wir sind also auf uns alleine gestellt. Gute Frage, hast du eine Idee? Wie geht's vor? Los, los. Ich bin dabei, je schneller wir den da rausholen, desto besser. Wir schließen doch beim Gym Cup gegen ihn antreten, stimmt's? Dann die haben es bisher ja geschafft. Ich hab wieder auf dich nachlassen. Wieso Olivia? Muss man nicht verstehen, oder? Ich hoffe einfach nicht an, dass sie so immer mit dem Motorwellenschlüssel nur dazu da war, um den Liga-Präsidenten zu beeindrucken. Und der Präsident, den Champion Monster versagt, will mir auch ein Rätsel. Ach, mein Auftritt war vorhin bei der unterwellige Kick. Der Weg ist abgegangen, wie zwei von damals. Wir haben Zucker aber doch gefehlt. Die haben wir doch hier. Na los, geht endlich. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich bleib hier bei meinem Bruder, damit der kein Unfug anstellt. Deine Hilfe braucht, findet sie uns hier. Komm, wir machen uns auf die Socken. Los, los. So, und dadurch, dass die letzten vier Folgen so lang waren, machen wir heute ein kleines, kürzeres Special. Wir sehen uns tatsächlich in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schild. Und dann kümmern wir uns um den Rose Tower, liebe Leute. Bis dahin und auf Wiedersehen. Dein Pokémon.